Willkommen zurück bei Gothic 1 mit Chaos AI. Wir kommen gerade aus der alten Mine und unser nächstes Ziel war es, nochmal ins alte Lager zu gehen, um Mordrak einen Besuch abzustatten, denn der wollte uns ins neue Lager bringen. Was übrigens von hier aus gesehen eigentlich viel näher wäre, wenn man an der Stelle jetzt gleich einfach nach rechts laufen würde. So. Ich habe gerade eben, falls ihr dann euch wundert, warum da ein neuer Speicherstand ist, wenn ich zwischendurch mal speichern werde, einen Testspeicherstand gemacht, um zu testen, ob ich die Türen mittlerweile öffnen kann. Und hatte da so eine Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass ich im Fenstermodus spiele und dass deswegen die Taste, die ich belegen möchte, nicht so funktioniert wie gewollt. Aber daran lag es nicht. Es ging dann zwar im Vollbildmodus, es läuft jetzt allerdings auch im Window-Modus, also keine Ahnung, woran das lag. Ich habe den Speicherstand jetzt natürlich, wie gesagt, nur zu Testzwecken angelegt und der wird dann auch nicht weiter benutzt. Entschuldigung. Ui, eine Steinwurzel, die nehmen wir mal mit. Und wir überlegen uns, vielleicht ist es clever. Ja, wir müssen wieder mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, denn wir brauchen noch knapp 700, also 665. Na komm. Kleine Mole-Rat. Und da kommt sein Kumpel gleich. Der möchte ihn gerne retten, aber keine Chance. Ich möchte die Fackel gerne wieder mitnehmen. Ach, was soll's. Wir haben noch genügend Fackeln. Ist dann meistens im Hatte gar nicht gelesen, dass er gestorben ist. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. So, sind wir wieder 200 EP näher an unserem nächsten Level. So, da oben habe ich noch eine Mole Rat gesehen. Die nehmen wir uns auch noch vor. Aber wir uns ist wieder die Waffe blockiert, deswegen hat er trotzdem einmal zuschlagen dürfen. Können. Wollen. Wer weiß. Ui. Eigentlich wollte ich keine Waffe ziehen, sondern springen. So, und ihr werdet gleich sehen, heute ist ein neuer Tag. So, wir probieren mal was ganz anderes. Das wollte ich generell mal testen. Oha. Schon wieder blockiert. Aber langsam kriege ich es raus. Ich glaube, das mit dem Blocken ist effektiver, als ich das in Erinnerung hatte. Weil zum einen habe ich es natürlich damals auch einfach niemals gemacht. Ist wahrscheinlich auch nicht so der richtige Weg. Und ja, wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir noch? 215. Das sollte machbar sein. Mir ist bei der letzten Aufnahme mal aufgefallen, oder bei irgendeiner der vorherigen Aufnahmen, weiß nicht genau welche, dass wenn ich in dieses Menü gehe, um mir die restlichen Lernpunkte anzuschauen, manchmal das Bild kurz ein bisschen hängt. Ich hoffe, das war irgendwie ein einmaliger Ausrutscher, weil also an der Leistung von meinem PC sollte es wirklich nicht liegen. Eigentlich auch erstaunlich, wie gut dieses Spiel für damalige Zeiten eigentlich ausgesehen hatte und wie alt diese Grafik doch mittlerweile wirkt. Also, es ist zum einen schade, aber zum anderen halt auch immer wieder interessant, finde ich. Ich wollte noch mal ganz kurz bei dem Fingers vorbeilaufen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Hallo, Matt. Schon gut, schon gut. Könnt ihr mir auch wieder lass mich vorbei! Tägliche Portionen abholen?
Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Dankeschön. Entschuldigung. So, wir haben nämlich ihn vergessen zu fragen, ob er unser Fürsprecher gerne mit sein möchte. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. So. Und jetzt geht's auf zum Mordrack. Wir können natürlich auch nochmal schauen, was wir generell für Quests noch haben. Sumpfkrauternte, Aufnahme Sumpflager, Rezept der Sekte. Seht ihr, das müssen wir auch nochmal machen. Wir müssen uns da noch irgendwie in die Truhen reinkommen. Neue Seelen für die Bruderschaft. Prüfung des Vertrauens, Auftrag von Thoros, Aufnahme altes Lager. Genau. Also ein Ziel ist es natürlich noch, Kirgo hier zu besiegen. Guck auch nochmal ganz kurz, ob wir noch Lernpunkte haben. Nö. Solange ich nichts damit zu tun habe. Das machen wir, wenn wir das nächste Mal im Lager sind und dann hoffentlich schon eine fette Rüstung haben. Also fett im Sinne von irgendeine Rüstung wenigstens. Das ist wirklich nicht mein Problem. Aber jetzt schnappen wir uns erstmal Mordrake. Immer wieder. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So, dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Kann schon sein, aber... Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Ich glaube kaum, wir nicht mehr der letzte Schatz. So, dann machen wir uns mal auf den Weg ins neue Lager. Kann schon sein, aber... Das ist ja unser präferiertes Lager, also das, wo wir uns bis jetzt anschließen möchten. Ob es am Ende dann wirklich darauf hinausläuft, kann ich noch nicht zu 100% sagen, aber ich denke doch, vielleicht lasse ich mich noch umstimmen und werde lieber Wassermagier oder sowas, aber eigentlich mag ich das neue Lager schon am liebsten, weil ich den Plan von denen am besten finde. Mit dem Ausbruch und so, und ich, wie gesagt, gefangen zu sein ewig, ist nicht das, was ich mir wünsche. So, Erfahrungspunkte. Kostenlose Erfahrungspunkte, ohne dass ich Gefahr laufe. Selbst großartig verletzt. Ui, das klang laut bei mir. Ich hoffe bei euch nicht. Ist halt schon cool, wenn man mit dem Bogen richtig arbeiten kann, dann macht man schon eine Menge Schaden. Wobei man natürlich sagen muss, dass sein Bogen ein höheres Level als meine Waffe hat. Also wenn man es jetzt mal vergleichen würde, ist natürlich nicht so einfach. Und dafür macht er eigentlich nicht viel mehr Schaden. Also Waffen sind, wenn ich mich richtig erinnere, generell schon... haben ein höheres Potenzial.
Aber dafür bist du halt mit dem Bogen meistens erstmal aus Reichweite, ne? Kannst den Gegner schon töten, bevor er zu dir bei dir ist und bevor er dich angreifen kann. Nachteil ist natürlich, dass du im Nahkampf eindeutig verloren hast. Bis du deine Waffe gezogen hast, ist manchmal schon alles vorbei. So, hier müssen wir dann nochmal her, wegen der Tür. Ich würde mir das aufschreiben, aber den Stift habe ich leider jetzt gerade verlegt. In der Prüfung heute. Die übrigens ganz gut lief, falls sich jemand darum sorgt. Bereue ich auf jeden Fall nicht, zu wenig vorbereitet zu haben oder sowas. Die Höhle hier ist auch interessant. Da gehen wir dann auch nochmal rein, also die hier rechts von uns. Wenn wir wiederkommen. Ach, Mordrek muss da nicht mit. Das können wir auch alleine. Ich habe da ein paar Mallrats gesehen, die sind auf jeden Fall auch für uns locker machbar, langsam, aber sicher. Und vor allen Dingen, wenn wir es dann im neuen Lager ein Stückchen weiter geschafft haben. Boah. Seht mal. Der hält seine Einheitswaffe immer noch mit einer Hand, nee, mit zwei Händen. Das Problem ist halt, dass wenn der einmal in seinem Schwung drin ist, das ist wirklich sehr, sehr schade, dass er danach nicht die Richtung mitwechselt, wenn der Gegner plötzlich woanders steht. Das wird er später tun. Oh, wer ist denn hier? Oh, ein paar Sachen zum Mitnehmen. Ich hoffe, ich darf hier einfach mal in die Truhe fassen. Meistens sind die Leute ja nicht so begeistert, aber das ist hier draußen und nicht irgendwo drin. Deswegen versuche ich es einfach mal. Und er beschwert sich nicht. Und oh, wir haben Dietriche, Bier und Heilung und Pfeile gefunden. Also es klingt doch gut. Fragen wir doch mal ihn, was er uns hier so zu erzählen hat. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Es ist halt wirklich praktisch. Vor allen Dingen bekommt man dafür halt wirklich einen Haufen Erz, wenn man das Zeug verkauft. Ich denke... Wie viel Erz haben wir denn? Lohnt sich das? Alles? Ich überlege gerade, ob wir einfach alles lernen. Häuten von Reptilien. Ah, das ist auf jeden Fall viel wert, aber im Moment kämpfen wir eigentlich nicht so gegen Reptilien. Aber vielleicht bald. Krallen auf jeden Fall. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken. Auf keinen Fall nach hinten und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Es ist halt dieses Detail, dass man hier wirklich sagt, wie funktioniert das, dass das so erzählt wird, das ist einfach sehr, sehr cool. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Mhm. Eher gegen Felltiere oder gegen Reptilien? Ne? Ich glaube, vielleicht im Wald wären mal eher Wölfe. Finden. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Und ich lerne das trotzdem. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. So, und jetzt ärgere ich mich. Denn
Ich hatte gehofft, dass man auch bei Varanen gut häuten kann. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Und bei Varan hatte ich eher noch die Vermutung, dass wir in naher Zukunft vielleicht mal auf die treffen. Wieder, weil wir haben ja auch schon mal welche besiegt. Und so ist es jetzt eventuell verschwendetes Geld. Aber ich speichere das trotzdem ab. Das ist eine wichtige Entscheidung, die macht man oder macht man nicht. Rostiges Schwert, rostiges Schwert. Haben die Goblins was für mich? Nein. Oh, Waldbären. Und sonst noch irgendwas? Ja, hier vorne sehe ich doch eine Kiste. Links, links. Okay, links, links, rechts. Wir haben eine Kiste geöffnet. Oh, 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 oh. Das ist ja mal nicht schlecht. Das hat sich gelohnt. In jedem Fall, wir haben keinen Dietrich verbraucht und zwei dazu bekommen und dann nur noch Erz und ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wie viel Level, wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir eigentlich? 2005, okay. Die Fliegen würde ich gerne von ihm töten lassen. Aber das macht er nicht. Die sind zu weit weg. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleib eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. So. Ich möchte nur mal kurz schauen, was hier draußen... Also ich weiß, dass ich nicht hochgehen muss. So viel sei gesagt, das lasse ich jetzt auch dementsprechend kurz sein. Ich weiß aber nicht mehr, ob es sich gelohnt hat, hier unten noch was zu erledigen vorher. Ich speichere mal ab, bevor wir uns dort mit dem Viechzeugs anlegen. Ich wollte mal gucken, ob es vielleicht einfach nur nicht erwähnt wurde mit den Varanen. Und dass die vielleicht doch was bringen. Ah, einer kommt. Also machbar wäre es, denke ich, aber man müsste ihn schon weiter weglocken aktuell noch. Unsere Rüstung ist einfach zu schlecht. Wir haben ja keine. Wenn ich das mal ein Amulett oder irgendwas, aber ist alles so teuer. Komm mit. Ja, ja, komm. Komm, Dicker. Na komm. Eins. Oh, oh, oh. Zwei. Und weil wir in die Höhle wollen. Nochmal ich sehe doch da drin was Leckeres liegen. Einen Trank. Ist denn noch was? Nee, wie es ausschaut, nicht. Können wir hier sonst noch etwas holen? Lohnt es sich noch weiter zu. Oh, was haben wir denn hier? Ich dachte gerade, die Motorrads wären vor dem Eingang von der eigentlich gewesen ursprünglich, aber ich habe mich offensichtlich getäuscht. Was zum Teufel machst du hier? Na, noch dem hast du es aber gezeigt. Du kannst was erleben. Da ist, und so. Ne? Lassen wir das lieber. Lege ich mich lieber nochmal mit dem Varan an. In der Hoffnung, dass mir einer folgt. Ja, einer folgt mir mindestens. Okay, jetzt folgen wir beide, glaube ich. Dann gehen wir lieber weg. Ja.
dann macht es keinen Sinn. So, dann drehen die sich unterschiedlich schnell manchmal. Okay, irgendwie hat er sich jetzt entschieden, während ich im Inventar bin, trotzdem meine Eingaben als Laufen zu interpretieren. Früher wäre das ganz anders. Aber kaum, dass sich daran was ändern wird. Kann schon sein. An der Geschichte. Hi, muss ich bin neu hier. Und? Manche, was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Man darf auch nicht alles glauben, was man will. Na dann. Stell vielleicht ein bisschen motivierter bei der Sache. Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Ich dachte, lass dich auf jemanden. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Hey Mann, verarsch mich nicht, ja? Solange ich mit sowas komme ich nicht klar. Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Tja, das ist natürlich auch ein Ziel. Ne? Was muss ich über diesen Ort wissen? Im Zentrum der Höhle ist ein riesiges Loch voll Erz. Wenn du darüber nachdenkst, wie du da rankommen kannst, vergiss es. Ich hab's selber mal probiert, aber die Söldner passen Tag und Nacht auf. Wer ist hier der Boss? Kommst wohl gerade aus dem alten Lager, was? Hier ist niemand der Boss. Der verdammte Lee versucht zwar immer, uns an der Leine zu halten, aber wir machen, was wir wollen. Wenn es sowas wie einen Anführer unter uns gibt, dann ist das Laris. Aber der ist schlau genug, niemanden in seine Sache reinzuquatschen. Ich will bei euch mitmachen. Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Okay. Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Nö, sieht nicht so aus. Interessante Sachen haben wir erfahren. Oh, eine Steinwurzel. So, also die Pflanzen sind meistens halt zum Heilen da. Einiges kann man, mit einigen heilt man auch seinen Mana-Vorrat. Und man kann auch Tränke mit ihnen herstellen. Dazu muss man diese komische, oh Gott, ich glaube Königskraut oder so hieß das, muss man damit finden. Und dann gab es noch die Möglichkeit, damit Tränke herzustellen, wie gesagt. Und die Tränke, die helfen einem zum Beispiel auch die eigene Stärke zu erhöhen, die Geschicklichkeit oder ähnliches. Deswegen sollte man, also Alchemie lernen lohnt sich auf jeden Fall, wenn man diese Tränke beherrscht, dann kann man damit sozusagen mehr Erfahrungspunkte wettmachen, als man dafür ausgegeben hat. Hey du! Raus hier! Hi. Wollte nur mal Hallo sagen. Du lernst schnell! Du hast da drinnen... Ich wollte doch nur mal Hallo sagen. Ist scheinbar nicht so gewollt. Versuchen wir es einfach mal von vorn. Hey du, raus hier! Nee, du lernst schnell! Gar nicht so. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet.
Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ja, wenn die das sagen, dann klingt das ja gut. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. So. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch, wenn sie genug Erz haben. Jagen wir den Haufen in die Luft. Okay. Pass auf deinen Rücken auf. So, ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle auch mal einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne einen Daumen hoch. Und natürlich auch gerne einen Kommentar, was euch gefallen hat oder was eben euch nicht so gefallen hat. Und abonnieren ist natürlich auch erwünscht. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.